E-Bikes sind nach wie vor voll im Trend. Bei sachgemäßer Handhabung halten deren Akkus in der Regel viele Jahre. Doch was ist zu tun, wenn der Akku schlapp macht, sich nicht mehr laden lässt oder komplett defekt ist? Eine neue Untersuchung des ADAC zeigt auf, was Nutzer von E-Bikes tun können, wenn der Akku nicht mehr hält. Ja, wenn die Reichweite meines E-Bikes nicht mehr so groß ist, wie sie vielleicht am Anfang war, dann muss nicht immer gleich der Akku defekt sein. Als erstes sollte man die Technik des Fahrrads überprüfen. Habe ich genug Luft im Reifen? Ist die Kette geschmiert? Ist vielleicht der Antrieb irgendwo defekt? Wenn er übermäßig warm wird, dann ist das auch ein Indiz dafür. Und erst wenn diese ganzen Faktoren gecheckt sind, dann geht es daran, den Akku zu überprüfen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die älteren Modelle haben oft noch die Möglichkeit, wenn man länger auf diesen On-Off-Knopf drückt, dass dann über die LEDs die Restkapazität angezeigt wird. Die neuesten Modelle haben das in der Regel nicht mehr. Dann bleibt eigentlich nur der Gang zur Werkstatt. Von der eigenhändigen Akkureparatur raten die Experten des ADAC entschieden ab. Hier lauern zu viele Gefahren. Letztlich haben wir Gespräche geführt mit Herstellern von Akkus und Fahrrädern, aber auch mit Reparaturbetrieben. Und das Resümee ist eigentlich ziemlich eindeutig. Man sollte die Finger davon lassen, an diesem Akku selber rumzufummeln. Das ist zu gefährlich. Man hat überhaupt nicht das Fachwissen und auch nicht die Ausstattung, die man dafür braucht. Und selbst Reparaturbetriebe müssen natürlich wirklich sehr professionell, zuverlässig arbeiten. Da tummeln sich im Internet verschiedene Anbieter, wo man diese Qualität nicht immer gewährleisten kann. Im schlimmsten Fall kann sich der Akku sogar entzünden und einen Brand auslösen. Es bleibt also nur die fachgerechte Entsorgung und der Kauf eines neuen Akkus beim Fachhändler. Der ADAC rät übrigens dazu, nur originale Akkus zu erwerben, vorausgesetzt, diese sind beim Hersteller überhaupt noch lieferbar. K.O.-Kriterium Nummer 1 bei Fahrradakkus ist die Tiefentladung. Das passiert, wenn ich das Fahrrad im Herbst nach meiner letzten Tour mit einem geringen Akkustand über den Winter in der Garage im Keller abstelle und nicht zwischenlade. Durch die ständige, leichte Entladung des Akkus kann dann eben ein Tiefentladungszustand eintreten. Und wenn ich dann im Frühling mein Fahrrad wieder benutzen möchte, dann bleibt es tot, es passiert nichts. Das BMS hat den Akku gesperrt, ich kann ihn auch nicht mehr laden, er ist defekt und ich muss ihn austauschen. Beim Laden und der Lagerung von Pedelec-Akkus bitte auch unbedingt die Herstellerangaben beachten. Doch was kann man tun, wenn man sich ein gebrauchtes E-Bike kaufen will? Woher weiß man, ob der Akku noch gut ist? Nur der Test beim Fachhändler oder in der Fahrradwerkstatt verschafft hier Gewissheit. Der wird hier eingesteckt mit so einem Adapter, der ist dann spezifisch auf die jeweiligen Akkutypen passend. Und über diesen Adapter habe ich jetzt die Verbindung zu diesem Gerät und zu meinem Rechner. Und jetzt wird die Messung gestartet und dann läuft das komplett durch. Also da muss so ein ganzer Zyklus einmal durchlaufen. Und am Ende kommt dann das Ergebnis raus. Man sieht das auch am Bildschirm hier, wo die verschiedenen Größen gezeigt werden. Sowas wie Innenwiderstand, die Spannung am Anfang, die Spannung am Ende. Und letztlich eben auch die Restkapazität, die ist jetzt hier 452 Wattstunden. Von den ursprünglich mal 500 kann man schon sich dann ungefähr prozentual ausrechnen, welchen SOH, also welchen State of Health die Batterie noch hat. Weitere Tipps rund um E-Bike-Akkus finden Sie in der ausführlichen ADAC-Untersuchung unter www.adac.de.